Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Simpletech. Und wie ihr seht, da basteln wir heute. Heute ist Mittwoch, das heißt, heute gibt's was von Anne Stempeln. Tatsächlich ist heute auch Mittwoch, das ist für mich schon relativ ungewöhnlich, dass ich an dem Tag das Video drehe, wo ich es hochlade. Das kommt nicht ganz so oft vor. Zumal jetzt gerade in World of Warcraft Highlight in Dosen ist. Also wirklich, ich muss eigentlich so viel, wie erkläre ich das, jemandem, der kein WoW spielt. Also für die Leute, die WoW spielen, ich muss ganz viele Mythisch Plus Dungeons laufen. Für die, die kein WoW spielen, ich muss mit 5 Leuten in einen Bereich reingehen und Bosse umklatschen und Punkte sammeln. Ganz viele. Und ich habe aktuell 3 Raids, eher 4 die Woche. Also wirklich, wirklich wenig Zeit und ich versuche trotzdem alles für euch zu machen, dass ich es euch zeigen kann. Und ich zeige euch mal überhaupt erstmal, was ich von Anne bekommen habe. Ich habe ja das Monatsabo jetzt im 2. Monat und der Monatsstempel Mai ist kurz vor meinem Urlaub angekommen. Und ja, übrigens, das habe ich mir, dieses Monatsabo habe ich mir zusätzlich noch zu meinem Geburtstag gegönnt. Aber das ist der Monatsstempel Mai. Alles reine Routine, Mai, geniale Truppe, Wetterfestigkeit vorausgesetzt, Rosmarin, Kartoffeln, Glück ist, einen Papa wie dich zu haben, Grillparty, das hätte ich früher gebraucht. Alles Gute zum Muttertag, du bist meine Heldin, unser liebstes Abenteuer, passt, wackelt und hat Luft. Also aus diesem Ding kann man so toll was aus meinem Urlaub gestalten, aber bis ich soweit bin und mir ein Album mache, da vergeht noch eine Zeit. So, dann habe ich mir, jeden Monat bestelle ich mir immer noch ein einzelnes Set von Anne dazu, und zwar habe ich mir letzten Monat das dazu bestellt mit dem Schulanfang und diesen Monat das mit dem Baby oder umgekehrt, ich weiß es gerade nicht genau, ich glaube ich habe erst das und dann das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die zwei habe ich mir auch dazu bestellt, aber diesmal basteln wir aus dem Mai und zwar machen wir nochmal eben was zum Muttertag, denn Sonntag ist Muttertag, ich sehe meine Mama nicht, denn wir feiern ja Samstag unseren Geburtstag nach. Und deswegen wird das alles ein bisschen schwierig und eventuell ein bisschen verkatert. Und dann, ja, hat man nicht so die Möglichkeit, nochmal eben 6 Stunden auf die Autobahn zu gehen. Ja. Wir basteln eine Muttertagskarte. Ich zeige euch, woraus ich das gebastelt habe. Den Stempel habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Ne? Das ist der hier. Und das Papier ist, ist es das? Ich glaube das. Ja, ist das hier. Aus diesem Blog, No One Is You, That Is Your Power. Zur Seite legen hier. Dann die Mattung wird gleich aus diesem Slimline-Block sein. Gestempelt ist das Ganze hiermit und zwar mit Paprika. Und den Rest zeige ich euch. So. Da muss ich gleich selber nochmal schnibbeln, also nicht wundern, ich werde gleich einmal aufstehen und das Ganze schnibbeln. Hier habe ich das einfach da rausgenommen zum Testen. Das kleben wir jetzt erstmal da drauf. Ja, ausgestanzt ist das aus dem Set mit dem Briefkasten. Und das Muttertagsding ist aus diesem hier ausgestanzt. Beides Actionstanzen, also bis auf den Stempel von Anne ist das komplett etwas von Action. Das heißt, rein theoretisch einmal den Stempel besorgen oder einfach einen anderen Muttertagsstempel nehmen. Man muss ja gar nicht den nehmen. Einfach den von Anne besorgen ist halt natürlich auch so eine Sache. Die sind nicht so ganz günstig. Und nicht jeder kann sich das mal eben zum Geburtstag gönnen. Das kann ich total einsehen. Ich kann mir auch nicht alles gönnen, wenn ich so sehe, was sich manche Leute gönnen. Das kann ich auf jeden Fall nicht. Deswegen ist da auch noch immer ganz viel Action dabei. Und das ist auch in Ordnung so. Es muss ja nicht immer alles das Teure sein, ne? Und so schön bastel ich auch nicht. Das ist, ja. Wobei mein Freund ist begeistert. Vor allem das, was ihr am Freitag zu sehen bekommt, das muss ich auch noch drehen. Ich weiß zwar noch nicht wie und wann, aber da ich das eh fertig machen muss, nehme ich euch dann einfach mit auf die Reise, so ungefähr. Das habe ich gestern auch schon gemacht. Ich bin wirklich ein kleiner Dullikopf, ich sag's euch. Mann. Aber wofür ist diese Unterlage, ne? Wofür ist sie? So. Das gehen wir jetzt nochmal eben schneiden, dass es gleich auf ein Kartenrolling passt. Das mache ich mit meinem Hebelschneider. Ich
Der steht hier auch auf dem Tisch, aber aus eurer Reichweite. Deswegen müsst ihr mal ganz kurz ohne mich leben. Ach ja, ach ja. Aktuell steht hier immer alles auf dem Tisch, weil ich eben für Freitag, für Samstag noch die Getränkekarten fertig machen muss. Da arbeite ich die ganze Zeit nebenbei dran, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, muss aber wirklich so viel auch für WoW machen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe. Mal schauen, wie ich das alles noch so hinkriege. Ich gebe mir Mühe. So, dann gucken wir mal, ob das da schon drauf passt. Nö, das machen wir noch ein bisschen kleiner an den Seiten. Ein bisschen enger. Das Ganze. Jetzt auch nicht mehr zu ändern. Like always, ne? Wenn man zu schnell ist, dann passiert sowas. Don't passiert sowas. Egal. So, das nehmen wir. Dann legen wir das Ganze mal eben hier zusammen. Ja, ich weiß, das sind andere Rottöne, aber das ist Absicht, weil ich verschiedene Rottöne haben wollte. Der Hintergrund ist der gleiche wie von der Mattung. Da kommt dann gleich das Briefchen rein. Der da noch hin. Ja. Ja, so machen wir es. Kleben wir als erstes mal das auf. Weil wir können eben das da drauf kleben. Gestern einfach nicht mehr geschafft, das Video noch zu drehen. Hatte es eigentlich vor, aber ich habe so viel mit den Getränkekarten zu tun gehabt. Ihr werdet dann noch sehen, warum. Wahrscheinlich habe ich da total übertrieben und eigentlich sind sie dann doch nicht schön und ach, keine Ahnung. Ich lerne noch so viel dazu beim Basteln. I don't know, I don't know. Aber ich wollte das Video heute auch noch machen. Nur wegen WoW wollte ich da jetzt nicht irgendwie die Sache vernachlässigen. Wegen so einem blöden Spiel. Meinem Lieblingsspiel. Kann man schon so sagen. Ich glaube, in WoW habe ich deutlich am meisten Playtime. Dann kommt, ich glaube, Sims. Alle Teile zusammen. Dann dürfte GTA kommen. Und dann keine Ahnung was. Vielleicht Rollercoaster Tycoon. Oder Planet Zoo. Ich weiß nicht genau. Ich bin echt so ein kleiner Zocker. Vielleicht auch Mario Kart. Ja, auch ein Nintendo-Kind. So ist ja nicht. Man hat viel zu wenig Freizeit für die ganzen Spiele. Kann ich bitte nur noch spielen in meinem Leben? Kann ich mit Spielen bitte mein Geld verdienen? Das wäre cool. Kann ich bitte so gut in WoW sein, dass ich einer von den Top-Streamern bin am Ende? Hm. Leider bin ich das nicht. Ich raide zwar im höchsten Grad, aber ich bin deutlich nicht die Beste. Wahrscheinlich ist es auch falsch rum angebracht, aber ich finde es so schön, deswegen kommt es so dahin. Ist mir egal. Und dann machen wir hier noch so ein paar Pärchen drauf, würde ich sagen. Damit das nach was aussieht. Hallo. Du willst ohne Kleber, dann müssen wir einen Punkt auf dich drauf machen.
So. Hello! Hör auf abzuhauen, wo bist du hin? Überall, nur nicht da, wohin gehört. Manu! Jetzt klebt das Ding bestimmt irgendwo an meiner Hose und ich finde es wieder in der Waschmaschine, ich sag's euch. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Futsch gegangen. Machen wir hier unten. Kennt ihr das? Diese Tage, an denen alles durch die Gegend fliegt. Ich sollte vielleicht heute vor allem kein Diamond Painting machen. Ich meine, ich habe da eh keine Zeit für heute, aber die Steinchen würden wahrscheinlich überall landen, nur nicht da, wo sie hingehören. War übrigens nicht so schlau, ich hätte erst das Ding hier ankleben sollen. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Ich mache jetzt tatsächlich heute auch keine Vatertagskarte dazu. Ich habe gestern überlegt, eine Vatertagskarte zu machen, aber mir ist absolut nichts eingefallen und ich will mich im Moment nicht zwingen zum Basteln, weil dann wird es eher schlimmer als besser. Von daher muss das jetzt so reichen, dass ich nur eine Karte bastel, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ihr kriegt Samstag nochmal ein langes Video, ihr kriegt Freitag ein langes Video. Von daher ist das, glaube ich, alles in Ordnung. So. Krumm und schepp, ne? Wie immer. Was sagt ihr? Ja, diesmal wirklich nur ein kurzes Video. Kurz was mit Anne Stempeln gemacht und ja, mit Actionstanzen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann vielleicht eine Vatertagskarte. Vielleicht kriege ich das hin, mal schauen. Oder wir machen was zur Einschulung, denn die ist ja auch nicht mehr ganz so weit weg. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Freitag wieder. Eure Thumbtack. Bye, bye.